Wie sehr freue ich mich auf diesen Moment. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich habe persönlich sehr das Video von der lieben Jasmin gefeiert, das verlinke ich euch oben in der Infobox. Ich fand es ultra lustig und habe mir gedacht, ich möchte etwas tun, was mir schon lange auf der Seele liegt. Es gibt einen gewissen Sinn, Miss Ward. Ich möchte jetzt kein Let's Play nennen, warum ich sie so hasse, aber wer mich kennt, weiß, wen ich meine. Nein, das Let's Play ist gut, aber da taucht immer diese Person auf und die macht mich... Ich weiß nicht, warum ich einen Hass gegen sie habe. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, was könnte ich Schönes mit dieser Frau anstellen? Und dann habe ich das schöne Video der Jasmin gesehen und dachte mir, das kann man doch irgendwie noch toppen. Und da dachte ich mir so, wie wäre es denn, wenn wir aus meinen beiden Hass-Taunis oder die ständig auftauchen und mich nerven, einen extrem Switch machen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, ich habe mir die liebe Judith rausgesucht und den lieben Nox. Und wir werden einen extrem Switch machen. Wir werden Judith jetzt zum Mann machen. Und Nox zur Frau. Und dann werden wir schauen, was dabei rumkommt. Ernsthaft. Wenn ich auf Judith als Mann klicke, kommt das dabei raus. Hä? Ja, gut. Und dann werden wir, wie die liebe Jasmin, denjenigen entkleiden. Und werden, wie sie, werde ich sagen, okay, wir können dreimal klicken. Bei mir ist es nur so, ich darf dreimal klicken, muss es aber nicht. Wenn ich jetzt einmal klicke und sage, das gefällt mir, dann kann ich auch dabei bleiben. Okay. Wenn ich aber bis zum dritten Mal klicke, darf ich nichts nochmal verändern und nicht zurückgehen. Dann fangen wir mal an. Okay, ich muss ihm wahrscheinlich hier die Hautfarbe rausnehmen, ne? Ah, siehst du. So sieht er jetzt ohne Hautdetails aus. Okay, dann fangen wir mit der Hautfarbe an. Oh, ich liebe sowas. Eins. Zwei. Drei. Nein! Warum bin ich nicht bei 2 geblieben? Nein! Oh. Das fängt ja schon super an. Okay. Weiter mit den Haaren. Eins. Zwei. Oh Leute, ich liebe es zu pokern, ne? Drei. Ja, also ich meine, es passt auf jeden Fall zu der Hautfarbe. Du kriegst auf jeden Fall einen Bart. Eigentlich ganz nice, ne? Ich glaube, den lassen wir. Ja, Leute, ich habe aber Bock zu... Warum klicke ich immer bis 3? Warum bin ich so dumm? Okay! Ja! Oh, ich liebe es irgendwie zu pokern, Leute. Okay, Augenbrauen. Naja, wir sagen mal so, zumindest anhand der Augenbrauen erkennt man, dass es Judith ist. Also, die Farbe zumindest.
Oh Mann. Leute, ich traue mich nicht, einen Hut zu benutzen. Echt nicht. Nein, wir machen keinen Hut. Wir machen keinen Hut. Okay, also obenrum ist es schon fertig. Okay, und ich möchte irgendwie, ich stehe auf Kombination. Eins. Nee. Drei. Ja. Okay. Das ist ein Abschied für Judith. Und dann die Schuhe. Nee. Oh, dieses Schlangenleder geht gar nicht. Ja, komm. Komm, nein, das lassen wir jetzt. Das ist okay. Accessoires können wir auch nicht random machen. Okay, liebe Freunde, das ist die neue Judith. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also, so sehr ich sie auch hasse, aber das war jetzt nicht geplant. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter zu Nox. So, lieber Nox, du bist heute eine Frau. Mal gucken, wie sie aussieht. Da erkennt man wenigstens, dass es Nox ist. Oder? Ja, total. Krass. Finde ich krass. Also das erkennt man gut. Bei Judith hat, finde ich, hat man es gar nicht erkannt. Okay. Leichte Segelohren, ne? Aber irgendwie hat die was. Also ich finde jetzt nicht, dass man so denkt, boah, riesen Nase und geht gar nicht. Die hat irgendwie ein Charaktergesicht. Das mag ich. Das mal hat einen Charakter. Nicht so 0815 wie viele, die ich erstelle oder sehe. Okay. Fangen wir mit der Hautfarbe an. Okay, sieht ein bisschen ungesund aus. Ich hätte vielleicht die erste behalten sollen, aber gut. Als nächstes kommen die Augenbrauen. Nein. Soll ich es wagen? Ich habe Angst. Ne, wir bleiben bei denen. Wir bleiben bei denen. Wir wollen nicht beide zerstören. Sag ich und tu es wahrscheinlich. Die finde ich schön, die Haare. Und ich habe ein bisschen Angst, was sonst noch so kommt. Aber die betone die Ohren, ne? Oh komm, bitte, lass drei gut sein. Ja! Sehr gut! Sehr gut! So, dann kommt natürlich noch Make-up bei ihr. Oh, Make-up kann man gar nicht random machen anscheinend. Ne, geht nicht. Das ist natürlich schade. Sehr schade. Sieht auf jeden Fall schick aus. Also die Hautfarbe ist halt echt übel irgendwie. Aber gut. Okay. Gut. Ich stehe ja sowieso auf Natura. Dann werden wir dir jetzt mal ein Outfit verpassen. Und diesmal nehmen wir mal ein random Oberteil. Ah, komm, das geht noch besser. Komm, lass es Nummer 3 sein. Geht immer. So ein T-Shirt geht immer, Freunde. Kommen wir zur Hose. Soll ich nicht? Ich kann alles zerstören, wenn ich jetzt nochmal klicke, ne? Okay, ich muss aber. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt, ich muss. Ja, also die Hose passt zumindest zu ihrer Hautfarbe. Schuhe. Mm-mm. Mm. Hm? Oh, ist okay. Ist okay, Freunde. Ist okay.
Das kann ich leider auch nicht random machen. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, das ist unsere nächste Nox Greenberg. Ich finde, außer der Hautfarbe ist sie ganz gut gelungen. Ich finde sie halt ein bisschen bieder, ne? Also sie ist ein bisschen langweilig, aber dafür kann ich ja nichts. Ich finde auf jeden Fall diese Challenge ultra cool, weil ich liebe diese Sachen, wo du nicht weißt, was dabei rumkommt. Das ist ja so ein bisschen wie blinde Kuh. Lasst auf jeden Fall mal Liebe bei der lieben Jasmin. Danke für diese Inspiration und danke für dieses coole Video auch von dir. Und ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr konntet auch ein bisschen lachen und mitfiebern. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Ansonsten freue ich mich über ein Däumchen und mit einem kostenlosen Abo unterstützt ihr meine Arbeit, die ich super gerne mache. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und es war auf jeden Fall ein Späßchen. Fühlt euch im Ärmel, eure Marie.